Was ist denn der Pfad? Warte, die 2. Okay. So. Willkommen beim HSV. Okay. Ich muss aufsteigen. Okay. Nein. Alle 2 Wochen. Ich kann ja nicht alles im Blick haben. Dann. Ja, aber das muss er lernen. Das muss er hinbekommen. Das ist das Schwere. Aber krieg's hin. I'm a believer. So. Ja, komm, nehmen wir so an. Wir haben ein paar Verträge, die auslaufen. Wie sieht es finanziell aus? Wir haben 3 Millionen. Ich würde als erstes gerne mal mit Ali Du verlängern. So, die kommen weg. Okay, habe ich mir fast gedacht. Unglücklich. Den will ich nicht haben. Verein anbieten, den verkaufen wir auch direkt. 500.000 könnt ihr haben. Winzheimer möchte ich auf jeden Fall gerne haben. Okay. Kriegst keine 10. Danke. So, da, Verein anbieten, der kommt auch weg. 40k weg. Jesse Kilo, okay, den Rest halten wir erstmal. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Ja, und der explodiert dann, ne? Boah, passiert. Tim Leibold, okay. Jatta, Glatz ist so ein fester, Ali Du ist schnell. Weil ich hätte eigentlich gerne Bock auf so ein schnelles Spiel. Weil Winzheimer ist ja. Ah, der ist gar nicht schnell, lol. Okay, wir machen mal eine Taktik. Und zwar hätte ich gerne. Wo sehe ich den HSV? Dynamisches Kontern, ja. Aber ich habe Bock, das in einer. Oder eine Dreierkette? Nee, ich will keine Dreierkette, weil. Was ist mit einem 4-2-4? Nee. Was möchte ich denn für eine Aufstellung? Ich nehme ein 4-1-4-1, aber ich hätte die gerne mit Photoshop oder Z. Oder machen wir dieses typische Dings? Wir gucken jetzt mal. Der wäre natürlich perfekt, egal. Leibold kommt hier hin. Hier, oh ne, ich hätte gerne Wagnumann. Heuer Fennansch. So. Schon, okay. Ich hätte aber gerne. Das ist ein balleroberer Mittelfeldspieler. Ja, hier kann ja. Oh, da kein Zombie. Nehmen wir schon, oder? Dann hätte ich hier gerne einen. Blauen Mittelfisch, den kann man hier Reis machen.
Und dann hier ein schön vorgeschobener Spielmacher auf Angriff. Wer sieht sich denn da? Da sieht Kittel. Sehe ich ihn auch. So. Dann hätte ich hier gerne Alidu. Jatta auf die andere Seite. Passt das? Ja. Ja, natürlich. Ja. Und jetzt hat die Frage, Winsheimer vergleichen mit Glatzel. Er ist halt physisch stärker, aber der Rest ist halt in der Luft. Eieiei. Winsheimer ist auch eher ein Flügelspieler, aber da fährt er eigentlich das Tempo nicht. Nee, Glatzel ist schon gut hier. So, jetzt haben wir noch die Innenverteidiger. Nehmen wir Haya und Kinzombi nicht. Der hat doch großes Potenzial, ne? Ja. So. Meffal. 26. Du könntest Baller oder Mittelfeldspieler oder Rice. Dann nehme ich lieber Rice. Und dann haben wir noch Ambrosius. Auch sehr interessant, aber ein bisschen klein. Auch noch eine Frage: Folgen die Fische, die dich dann jagen? Irgendwann haben die keinen Bock mehr. Das ist eigentlich praktisch. Okay. Den brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. So. Dann gucken wir mal schon mal, ob irgendwas reingekommen ist. Rohr nach Regensburg, weg mit dir. Kann man machen. Okay. Okay. Ja. Weiter. Maybe. Ist auf der Transferliste. Okay. Okay. Nö, vielleicht morgen oder so. Könnte sein, dass ich es morgen mache. So, hör mal, der Rohr. Ja, okay. Du bist ja eh schon am Weg nach Jan Ringsburg. Nee, Subnautica kann man nicht online spielen. Das ist ein reines Singleplayer-Spiel. So. Das können wir so machen. Jetzt ist die Frage: Haben wir denn hier noch ein paar richtig geile Der Jonas David, okay. Die beiden ausgeliehen. Okay, haben wir was in der Jugend? Da haben wir einige. Okay. Weißt du was, denn Balde? Oh, der ist 15. Wieso, ey? Schatten der Döner lieben. Ich meine, ich weiß eh nicht, wann ich. Ich weiß eh noch nicht, wann ich. Also morgen streame ich nochmal, dann weiß ich nicht, wann ich das nächste Mal streame. Bin. Ja. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Hosen voll, aber kann auch nicht nichts sagen. So. Der möchte, dass ich Meffert schon laut. Nee. Machen wir so.
Möchte ich Winzheimer verkaufen? Ich habe ihn ja jetzt gar nicht aufgestellt, ne? Und wenn ihr noch gut drauflegt. Ja, aber kann man nicht. Ich hätte gern die 800.000 auf Tasche. 30% weiterverkauft. Krieg da noch die 50 Ligasätze, kriegt er hin. Krieg pro Ligaspiel nach 30 Toren nochmal. Will ich ihn verkaufen? Die Frage ist, hab ich da sonst noch was dahinter? Glatzel. Ah, gerade gar nicht. Ich würde mich eigentlich gerne entschlacken. Ich habe halt keinen Stürmer dahinter. Ich habe keinen Stürmer dahinter. Ganz ehrlich, nee. Aber wenn du das Spiel zu mehreren spielen könntest, da wird es, glaube ich, auch schon zu einfach werden. Das ist das Problem. Mehr Transfererlöse für uns, sehr gut. Ja. Probetraining anbieten. Ja. Den auf gar keinen Fall. Dann bist du schon mal weg. So, und jetzt ist halt die Frage. Also, wo brauchen wir denn noch? Ich würde Innenverteidigung, ne? Flügel oder Mittelfeld. So einen vorgezogenen. Ist halt ein hochtalentierter Kader, das ist halt die Idee, ne? Ja gut, das, also ganz ehrlich, das, simuliere ich jetzt einfach weg, also das ist kein Spiel, was in irgendeiner Weise interessant ist. Die Vorbereitung. Oh, sogar 1-1. Die Frage ist, Mannschaft. Ist halt auch sehr hochtalentiert, ne? Kann. Wir haben keine Kaufoption, okay? Der 1,5, der Kaufmann. Miro Mühlheim auch. Kann ich. Wir zahlen Jino, okay. Leih kann nicht beendet werden. Herzlichen Glückwunsch. Und hier haben wir auch eine Kaufoption, aber die ist höher, ne? 3,5, okay. Ha. Was ist mit Halilovic? Halilovic. Wäre das nicht Alan Halilovic? Könnte der noch mal hier aufblühen?
Und dann würde ich mal gerne wegen abgucken. Mal gucken, ob wir hier ein paar Rückholaktionen machen. Jan Fiete ab. Ah, der ist ausgeliehen. Okay, das heißt, der fällt schon mal flach. So. Amos Loading, vielen Dank für dein Follow. Vielen Dank. So. Gucken wir mal, ob Winzheimer den Vertrag annimmt. Der hat kurz abgelehnt, das tut halt weh. Okay. Was sagst du denn? Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Mal Probetrainings hier anbieten. Okay. Und scouten wir mal, scouten wir mal. Moin! Vielen Dank für den Raid. Vielen Dank. Das ist mir eine absolute Ehre. Wow, okay. Vielen, vielen Dank. Als treuer Calcio Berlin-Gucker ist mir das eine absolute Ehre. Das ist gerade. Ich bin gerade ein bisschen. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, vielleicht schaffe ich es ja mit dem HSV dieses Jahr aufzusteigen. Ja, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für alle, die jetzt gerade verloren. Das ist. Bin gerade ein bisschen. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ob es den richtigen erwischt hat, ist dann die Frage. Wir müssen darüber diskutieren, aber ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Ja, das ist nur minimal grad Druck. Bin nur ein bisschen am Zittern gerade. Was wollte ich gerade? Gott, vielen Dank. Ihr sucht mein Ziel. Okay, vielen Dank, vielen Dank. Ich kann nicht oft genug Danke jetzt gerade sagen. In Ordnung, dass wir die Berichte sehen. Was haben wir denn? Jetzt muss ich ja weitermachen. Das geht ja, das kriege ich, sag ich, das hinbekommen. Vielen Dank an alle, die gerade folgen, und nochmal vielen Dank für den Raid. Jetzt hören wir ein paar Mal das Pfeifen. Lucien Littbarski. Ist das der? Ist das ein. Der ein Enkel? Der spielt. Oder Sohn ist er wahrscheinlich schon zu alt. Was haben wir denn noch? Oh Mann, ey. Das ist jetzt hier voll Druck. Jetzt muss ich ja auch. Derselben Content bieten, alles hier, alles mal einladen zum Probetraining. Ja, ich war gerade am gucken, was ich jetzt hier. Als Abfindung. Wo ich mich jetzt hier mit dem HSV noch verbessern möchte. Und ein paar Altlasten loswerden. Rensing. Ich habe gerade erst angefangen, also von daher, ich hatte jetzt nur das erste Testspiel gegen HSV, das habe ich gekonnt 1 zu 1 gespielt. Ja, ich möchte ein direktes Konter mit dem HSV spielen. Das heißt, eigentlich hätte ich gerne ein bisschen Tempo noch. Vor allen Dingen hätte ich eigentlich gerne, dass ich Ali Du dazu bekomme zu verlängern. Gucken wir mal, ob das klappt. Der hat mein erstes Angebot nicht angenommen. Jetzt gucken wir erstmal hier ein bisschen. Okay, Name kam mir gerade so bekannt vor. Ein bisschen, ob wir am freien Markt irgendwelche Spieler für wenig Gehalt kriegen, die vielleicht den Kader ein bisschen dicker machen, damit man ein bisschen Platz bekommen. Ich sag jetzt mal nicht für jeden, der gerade gefollowt hat, danke. Fühlt euch alle vielmals
vielmals bedankt. Es ist, ich, oh, das, ist ein bisschen viel, ein bisschen überwältigend gerade. Ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Ja, aber das Problem ist, ich habe halt mit sehr vielen schon. Das ist, stimmt schon. Die Gegner stehen natürlich immer, wählen natürlich auch die defensivere Ordnung. Aber das Problem ist halt, also ich versuche halt auch in jedem meiner Saves so ein bisschen eine andere Taktik zu spielen. Und ich weiß halt jetzt nicht, Tiki-Taka spiele ich sehr oft. Ballbesitz spiele ich nicht so oft, aber ich bin auch kein Fan vom reinen Ballbesitz. Es ist halt immer so erfolglos. Deswegen wollte ich das jetzt erstmal probieren. Ich meine, jetzt gegen Bayern hat es gut geklappt, aber gut. Kann man jetzt nicht vergleichen. Ja. Ich hatte auch kurz überlegt, auf eine Fünferkette zu gehen, aber ich bin nicht so zufrieden mit Innenverteidigerauswahl. Ich könnte natürlich auch. Was natürlich. Beziehungsweise bei einer Fünferkette finde ich auch so ein bisschen, mir fehlt da. Ich weiß nicht, ich hatte doch mal. Was ich mal gespielt hatte, das lief auch sehr gut, war halt komplett offen, in der Mitte offen. Was ich natürlich machen könnte, wäre, das so zu spielen, weil dafür sind die Flügelspieler zu gut, als dass ich die nicht einbinden wollen würde. Mein Gott. Dann müssen wir mal mit dem HSV gut aufkommen, aber zwei. Ja, das ist halt, ja, das stimmt schon. Hab ich gar nicht so bedacht, dass das natürlich. Und jetzt hier Wagnumann. Und jetzt, ja. Obwohl Schonlau kann auch Innenverteidiger spielen, ne? Ja. Ist halt die. Ja. Ich hab mich jetzt auch noch gar nicht so genau mit den größeren Settings beschäftigt. Ich meine, ich hatte in St. Pauli Safe, da hatte ich. Hatte ich eine ganz wilde Formation, da habe ich so gespielt und es hat sehr gut funktioniert. Also auch sehr offensiv. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, der Türkei-Safe lief auch heute sehr gut. Gar nichts zu gesagt. Balotelli hat hoffentlich gut geknipst und dann guten Hunger. Bin nur immer noch ein bisschen nervös, deswegen weiß ich nicht, was ich gerade rede und wie ich rede, ich glaube, im Nachhinein. Ein 3-4-3 im schnellen Angriff. Ja. Ich glaube, ich probiere das jetzt erstmal. Wenn es nicht läuft, kann ich ja immer noch rübergehen. Ich kann aber mal auf die genaueren eingehen. Ich hätte halt gerne. Denke mal, das kann es durch. Ja. Oh Mann, ey. Ich glaube, damit wurde jetzt auch mein absoluter Rekord geknackt, was Why Not Nudelsalat, vielen Dank für den Follow. Das ist jetzt unfair, jetzt habe ich eh gesagt. Ach, kann ich nicht jeden sagen. Mein absoluter Rekord, was den höchste Viewerzahlen geht. Deswegen bedanke ich mich doch mal vielmals. Es ist unfassbar, was hier gerade passiert ist. Vielen Dank an alle. Genau. Das Ding ist ja, ich könnte ja, obwohl das. Ich würde auf jeden Fall gerne, dass sie hinterlaufen. Haben wir gute. Sch haben. Gute Standardschützen. Das ist sogar vollkommen in Ordnung. Die nehme ich aber gerne mit, die Standards. Ist Glatzel groß? Wie groß ist Glatzel? Glatzel ist 1,93. Da könnten wir definitiv auch auf Flanken gehen. Das müssen wir definitiv nutzen. Gegenpressing. Da-da-da-da-dum. Torwart gebe ich. Vielen Dank für dein Follow. Fernet Janka. Oh Gott. Fernet Janka? Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen soll.
Okay, wir müssen aber ein bisschen defensiv. Schön dauerhaftes Pressing. Wir wollen hier einen intensiven Fußball spielen. Hier wird sich nicht ausgeruht. Und dann wird jetzt gleich erstmal angeguckt, was unsere. Es geht ja direkt los. Habe ich die falsche. Oh nein, ich habe die falsche Vorbereitungszeit angegeben. Wie dämlich. Gucken wir mal, was unsere ganzen Spieler können, die wir jetzt eingeladen haben zum Probetraining. Nee, es ist. Nee. Kann man mal scouten, kostet aber wieder. Ne, kostet kein Geld? Warum hat das kein Geld gekostet? Scouten. Ich möchte mich eigentlich. Ne. Oder? Nee, dann lieber einen jungen Innenverteidiger. Scouten. Schön die ganzen Argentinier. Testspiel. Ach, das ist die U. Ja, kann man so beibehalten. Okay. Weirder Zwischenruf. Ja, wir machen direkt das Kontern, da wollen wir das schön große Feld natürlich haben. Oh Mann, so langsam. Ich habe doch eine Pulsuhr. Ich kann jetzt noch kurz gucken. Ja, der war zwischenzeitlich mal auf 100. So, dann probieren wir das jetzt hier mal gegen SG Sand war das? Union SG. Gucken wir mal jetzt, was hier mal ein bisschen freispielt. Hatte ich das jetzt gewechselt, dass es jetzt auf. Ich hatte doch vorher eigentlich weniger. Belgischer Meister? Ach, warte, sind das. Ist das die Geschichte, wo. Sehr schön. Wo hier dieser saudische. Ja. Wo irgendwie von. Glaube, von irgendwo richtig viel Geld reingepumpt wurde, ne? Ja, danke. Reicht. Einmal. Kein Abseits, okay. Ah, das ist der. Hatten die nicht noch ein anderes Logo vor kurzem? Hatten die das Logo? Nee, oder? Nee, okay, ich weiß nicht, was das ist. Ja, nice. Ja, wusste ich nicht, dass die Meister geworden sind. Ist nicht. Vor allen Dingen mit was für einem niedrigen Kaderwert im Vergleich jetzt bei Transfermarkt. Krass. Aber UNDAF ist aber auch. Na super. UNDAF ist aber auch eine Maschine, ne? Hau mal Jonas David rein, unseren talentierten Innenverteidiger. Brügge ist. No, I'm confused. Ah, okay. Okay, verstehe. Ah, ich sehe es hier gerade. Die haben jetzt nicht gerade wirklich ein Gegentor kassiert, ne? Was passiert denn hier gerade? Jetzt wird hier meine. Im ersten. Verletzt sich hier alles. Und dafür auch. Schöner. Okay, dann ist das Spiel tatsächlich sogar schwerer, als ich gedacht hatte. Sieht man mal meine Unwissenheit im belgischen Fußball. Ja, aber krass, ey. Die Union SG, ey. Ist ja hier fast wie Kaiserslautern damals. Aufgestiegen und direkt vorne mit. Ja, ich bin eher so semi-zufrieden bisher, aber. Ja, die Geschichte von UNDAF ist auch.
unfassbar, was der gemacht hat. Es ist einfach eine Cinderella-Story. Wurde der nicht sogar bei Mappen noch aussortiert oder so? Nee. Okay. Ist einfach nur ablösefrei gewechselt. Kittel bewirbt sich hier definitiv für seinen Platz. Okay, aber es hätte auch, glaube ich, niemand damit rechnen können, als er dann nach Belgien in die zweite Liga gegangen ist, dass er zu einem Club geht, der auf einmal explodiert mit ihm. Aber von jetzt auf gleich. Jetzt verletzt auch noch Ali Du. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Winzheimer finde ich halt eigentlich, ist mir auf dem Flügel halt zu langsam. Der kann beides. Jatta auch verletzt. Gut, da muss Kittel rüber. Spielmacher. Ja, das wird interessant zu sehen sein, wie der sich da machen lässt, ne? Also wenn er da natürlich jetzt so weiterspielt wie jetzt, ist es natürlich schon sehr, sehr stark. Aber ich denke mal, der wird ja auf jeden Fall seine Buden machen. Also wenn man so dominant selbst in der Liga spielt, dann sollte man das auch ein bisschen. Ich meine, 33 Spiele, 35 Torbeteiligung. Muss man auch erstmal machen. Breitenhof. Gucken, vielleicht wird das aber ja auch so eine Glatzel-Story. Aber der ist damals in die zweite Liga gegangen, ne? Bei Cardiff. Die zweite englische. Der dann da vielleicht scheitert und dann wieder zurückkommt. Ja, ich meine, Stürmer. Ich meine, man sollte jeden Stürmer nehmen, den man kriegt in der Nationalmannschaft. Ich konzentriere mich hier gerade gar nicht aufs Spiel. Das ist sehr unangenehm. Definitiv sollte man darauf gucken, dass. Über jeden Stürmer, ich meine, Terodde ist wieder im Gespräch. Und dass der bisher noch nicht nominiert. Oh, Winzheimer. Okay. Sehr schön. Kittel aber auch unfassbares Spiel. Max, wenn noch hier so, damit er noch mal ein bisschen ruhen kann. Aber Undaf ist jetzt auch nicht der allergrößte, ne? Also es ist halt kein klassischer Zielspieler. Ist halt die Frage halt auch, was der gute Herr Flick möchte, ne? Ich bin halt ein Fan von so Riesenstürmern. 3 bis 4 Wochen. 4 bis 5 Wochen. Sehr schön. Funktioniert ja wunderbar hier alles. Habe ich überhaupt. Da muss Mulheim wohl, ne? Weil er auch nicht das Forderungsprofil erfüllt. Vielleicht wäre das mal eine Option, nachzugucken. Keine Ahnung, ich bin ein Fan von so 2 Meter Sturmriesen. Das ist so, was ich geil finde. Gegen wen spielen wir denn? Ich meine, ich bin eh jemand, ich mag eh Flügelspiel sehr gerne, jetzt in echt zum Beispiel. Also schön breit machen, schön langen Mittelstürmer rein. Ich bin an sich Köln-Fan. Der erste Fußballclub Köln. Jo. Und habe gegen Münster. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Bin aber Fan von. Also ich habe Sympathien noch drumherum für den HSV durch meine beste Freundin. Der Mann ist HSV-Fan.
Ja. Zum Özcan-Wechsel. Also, kann jetzt mal den Rest jetzt hier, wollen wir uns nicht alles angucken. Viktoria gegen Bayern. München gegen Werder, auch ein sehr schönes Spiel. Ja. Özcan, das ist halt so eine Sache, ne? Ich meine, einerseits ist es halt so, der war diese Saison schon echt gut. Muss man echt sagen. Ich meine, der war ja nicht auch umsonst im Gespräch mit Flick so. Ich meine, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, deswegen kann ich es auch verstehen, dass er sich dann für die türkische Nationalmannschaft entschieden hat, weil der will Nationalmannschaft spielen und selbst wenn er auf der längeren Liste ist, heißt es ja noch lange nicht, dass er irgendwann mal wirklich spielt. Und im Endeffekt wechselt er jetzt, kriegt wahrscheinlich noch ein dickes Handgeld, weil die Ablöse nur 5 Millionen ist, so wie man hört, was ein bisschen schade ist, weil der FC hat kein Geld und kann jeden Cent brauchen, den er kriegt. Deswegen wir dann bei dem Punkt sind, warum auch wechselt. Ich meine, er wäre nächstes Jahr ablösefrei gegangen. Aber der würde auch mit Sicherheit gut verdienen da. Jetzt kann man halt dieses ganze Thema rund um, ja, ich liebe den FC und das ist mein Verein, in zwei Sichten betrachten. Einerseits, warum macht man das, wenn man wechselt? Andererseits sind es halt Profis, die eine Karriere haben. Und er geht halt zum BVB. Wenn er jetzt nach Leipzig gegangen wäre oder nach Wolfsburg, wäre das immer was komplett anderes. Okay, ja, okay, ist nicht gesprungen. Ja, das ist ja nichts. Ja, es ist im Endeffekt das Gleiche. Und der geht dann noch nach Wolfsburg, ne? Den hätte ich auch sehr gerne woanders gesehen. Ich meine, der geht nach Wolfsburg, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das ist. Neil de Jong. Gute Rückholaktion, habe ich gehört. Ja. Wimmer ist echt schade, dass der nach Wolfsburg geht. Ey, ich hatte so gehofft. Manchmal muss ich mal. Ja, aber nächste Saison ist halt eine gute. Also, die zweite Liga nächstes Jahr ist halt auch nicht so gut. Also, die Chancen stehen nicht mal schlecht. Ich meine, klar, man muss jetzt gucken, dass man nicht so einen krassen Aderlass hat. Nee, warten wir mal, halten wir noch. Na, Winzheimer mal verlängert, das ist sehr gut. Also sagen wir mal so, nächste Saison ist auf jeden Fall eine gute Chance. Ist jetzt nicht so wie letzte Saison mit Schalke, Bremen, HSV und gefühlt allen. Du hast halt einen Pauli, wo die Frage ist, schaffen sie es wieder da oben? Du hast natürlich einen HSV, klar. Ja, gut. Ich meine, Ortega geht ja auch. Herzlichen Glückwunsch, ey. Arminia ist schon echt hart, das stimmt, aber es ist halt leider so, ne? Ich meine, ist ja bei Freiburg, wollte ich gerade sagen. Bei Fürth ja auch nichts anderes. Kannst du auch offensiver spielen? Ja, ne? Kittel Polen. Auch lustig. Zichos vom FC. Sind im Spiel einfach auch aus Saudi-Arabien. Ja, Ortega ist halt aber auch eine Maschine.
Oh Gott, das ist ja jetzt schon eine Katastrophe. Wir haben jetzt straight up kein Flügelspieler mehr, ne? Kann ich dich nach vorne? Oh Gott. Ah, ist alles auf Kante gebaut. Oh mein Gott, ist das alles auf Kante gebaut. Kannst du auch links spielen? Kannst du auch links spielen? Einen guten linken Fuß. Wie ist dein rechter? Stark, dann machen wir das so. Komm. Warum haben wir. Okay. Ich wollte auch verkaufen. Wir haben zu viele Torwerte. Holy shit. Ein Außenfeld, ein Flügelspieler müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Nehmen wir mal die beiden Flügelspieler noch mit. Okay. Ey, ich hätte Bielefeld so viel lieb. Ach, HSV natürlich auch. So viel lieber als die Hertha in der Bundesliga. Auch als Augsburg. Oder viele Vereine sich in der Bundesliga halten, es tut so weh. Wo du dir denkst, geht doch einfach runter. War Ortega so lange bei Bielefeld? Ist mir gar nicht so am Schirm gewesen. Krass, okay. Der war nur einmal nach München verliehen. War einmal nur 3 Jahre in München. Okay. Krass. Ja, muss man halt gucken, wo der hingeht, ne? Na. Ja, extra Klasse, dritte Liga, kannst du. Ja, das würde, also. Das muss ja auch im, das muss ja eine Vereinslegende sein. Union, ja, ist auf jeden Fall ein guter Call. Wen hatten die dieses Jahr eigentlich in der? Was kann ich über Union diese Saison? Ah, die hat nur Wert gespielt. Lute, ne? Ja, dann passt es natürlich perfekt, weil es ist ja das Problem. Moin, Memphis. Ja, das ist ja das Problem. Es gibt halt wenige Erstligisten, die momentan in Torwartsuche sind, ne? Das ist halt so ein bisschen eine unglückliche Zeit. Für ihn jetzt. Ja. Okay. Ja. Notting. Komm, scouten. Mittelfeld, nee. Kolumunani. Ist der nicht auch bei Dortmund gerade im Gespräch, Kolumunani? Schalke sucht auf jeden Fall auch, wobei ich als Köln-Fan ja hoffe, dass Schalke sich Timo Horn kauft. Wir gehen auf jeden Fall jetzt das vorsichtiger mit der angeschlagenen Truppe hier. Das tut ja weh, ey. Okay, welche Rücknummer wollt ihr? Ihr kriegt die 41 und die. Ich gebe dir jetzt nicht die 16. 46. Stimmt, Hertha braucht noch. Aber das. Ich mein, Geld. Oh, da könnte er. Ja, dann kann er zu Schalke gehen und Horn geht zu Hertha. Die bezahlen zu viel Ablöse und zu viel Gehalt. So machen wir's. Tim's Garden Center 1. Vielen Dank für den Follow. Vielen, vielen Dank. Ja, nee, also nee, der kann ruhig zur Union gehen. Der hat ja auch das, der hat das, also der hat ja auch den, die Skills, um international zu spielen. So, das passt schon. Wird auch vereinsmäßig halt auch gut reinpassen, ne? Also das ist halt schon gut. Tim's Garden Center. Herzlichen Glückwunsch, du bist mein 200. Follower anscheinend.
was hier gerade eben passiert ist. Vielen Dank nochmal an alle. Vielen, vielen Dank. Jetzt hat er noch Jatta verletzt, oder was? ZTH, vielen Dank für dein Follow. Was passiert hier? Es ist, ihr seid, es ist unfassbar. Unfassbar. Oh, vielen Dank. Auf geht's. Sehr schön, Jatta. Reis. Schade. Fair, Mann. Die Spieler sind auch mit uns überfordert gewesen. Auf geht's, kommt. Ja, glaube ich. Ja. Wagnumann. Jatta! Oh! Nein, den hat er nicht verhauen. Mehr fährt schon schön. Ja! Oh! Jatta. Chancentod. Okay. Wird durch Verletzungen. Ja, komm, Winzheimer, du musst jetzt hier auf der Seite mal was bringen. Und Meffert macht auch jetzt nichts. Reis kommt einen zurück. Machen wir es so. Und jetzt auf geht's. Meinst du jetzt also fürs. Meinst du jetzt für die nächste Saison oder von der letzten? Hey, Wagenmann hat jetzt auch verletzt oder was? Oder ist einfach nur K.O.? Ah, wir haben 5 Wechsel. Let's go. Warte. Dann kommt Kinsombi, noch mal ein bisschen defensive Stabilität. Und komm, Kaufmann. Du bist ausgeliehen. Zeig. Oh Gott. Ja! Oh! Ja, mega. Ich meine, die haben. Unentschieden. Oh, es ist okay. Ist okay für den Start. Wo wir die bessere Mannschaft waren. Jatta einfach Chancen tot. Dim, dim, dim. So. Ja, ey, die haben sich ja. Die haben ja vor allen Dingen. Also. 96. Die haben sich ja Winzheimer einmal geholt. Und. Luis Schaub. Das sind die, die ich jetzt gerade weiß, die sich schon eingetütet haben. Stimmt. Und Trainer von Fürth. Alle verletzen sich. HSV, boah, ja, Nürnberg. Ich meine, am geilsten wäre es, wenn also Kaiserslautern nach oben kommen würde, aber das wäre. Das wäre halt. Das wäre hier so eine Paderborn-Geschichte. Ja, also Nürnberg auf jeden Fall. Nürnberg HSV, Pauli wäre auch geil. Pauli wäre auch geil. Ne, was Stimmung angeht. Und einfach Interesse. Und dann das Nordderby in der ersten Liga, das wäre auch geil. Das haben wir jetzt nur in der zweiten, aber. Also das Stadtderby. Entschuldigung. Ich möchte jetzt hier nicht. Ja. Ey, die Bundesliga könnte eh so viel geiler sein. Gäbe es ein paar gewisse Vereine nicht. Aber gut, was will man machen?
Jetzt können wir es nicht mehr ändern. Ja, mega. Es ist so geil, dass Kaiserslautern einfach in die zweite Liga aufgestiegen ist. Ja, die werden da nicht mithalten, die würden direkt wieder absteigen, aber das wäre schon mal so, fände ich schon eigentlich ganz cool. Stimmt, sind auch aufgestiegen. Wer ist denn noch aufgestiegen aus der dritten? Magdeburg. Ja, das wäre geil. Also ich würde mich echt freuen. Also Lautern wäre schon echt cool, wenn die sich wieder in der zweiten etablieren können und vielleicht so in ein paar Jahren wieder mal nach oben schielen können. Das wäre schon echt geil. Den ehemaligen Rekordmeister. Ey, ich meine, dass die zweite Liga interessantere Wochenenden hatte als die erste, sagt, glaube ich, mehr als genug aus, oder? Die war ja echt. Ja, das ist, vor allen Dingen war ja am Ende sogar noch die Chance da. Ich weiß halt nicht, ob der Trainerwechsel das Richtige war. Ich meine, bin da jetzt vielleicht auch nicht tief genug drin, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Das kannst du vielleicht besser sagen, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt das Richtige war. Weil gebracht hat es ja im Endeffekt gar nichts. Oder es war der Falsche. Das kann natürlich auch sein. Warum scoute ich die denn jetzt alle? Ja. Irgendjemand muss das ja übernehmen. Der ist beim FC im Gespräch. Und direkt mal draufgehauen. Naja, aber es ist doch mal fast. Ja, wer absteigt und wer die Europa League-Plätze macht, ne? Das ist halt das einzige Interessante. Wobei auch nicht jedes Jahr es interessant ist, wer die Europa League-Plätze macht, ne? Das ist halt auch. Der Gastenmeier. Rufen Hennings. Nee. Ne, der Kampf um Europa war ja auch eigentlich ganz geil. Also, ich meine, die letzte Konferenz war eh geil. Ja. Ist schon. Ist schon alles schade. Ey, ich meine, stellt euch mal vor, so ein Augsburg wäre nicht da, ein Wolfsburg, ein Leipzig. Ein Hoffenheim. Das wird die Bundesliga einfach so viel geiler machen. Einfach die weg, braucht kein Mensch mehr. Vor allem waren wir ja bei Hoffenheim mal so nah dran. Die waren mal so nah dran und dann wäre halt die Frage gewesen, ob die überhaupt nochmal aufgestiegen wären. Fischverbot, vielen Dank für dein Follow. Es sind aber auch ein paar, ja, ihr habt aber auch ein paar Namen manchmal da, ey.
John Kevin Augustin. Das wäre der Leipzig-Stürmer da. Ja, es gibt Kinder, die, also es ist. Was wollte ich gerade sagen? Es ist. Ja, das stimmt. Ey, als FC auch, als klar war, dass Union gegen Wolfsburg, sage ich schon, gegen Bochum gewonnen hat oder am Gewinn war, also es 3-2 dann gefallen ist, war ich auch so, okay, komm, ey, schießt einfach jetzt das Tor, Stuttgart. Damit die Hertha in die Relegation muss und dann verspielt der HSV leider. Es ist so unglücklich. Das Problem ist, selbst wenn man da wohnt, ist man, glaube ich, nicht unbedingt ein Fan. Also, keine Ahnung. Ist man da Fan? Ich weiß es nicht. Wie viele Einwohner hat Sinsheim? 20.000? So, und keine Ahnung. Oh, 35, Entschuldigung. Keine Ahnung, wenn ich in Wolfsburg wohnen würde, wäre ich doch eher Fan von irgendeinem Berliner Club als. Ja, den Torwart kann man die Dings verschieben. Gut, sind schon bereit, dann let's go hoch. Also, keine Ahnung. Wäre ich eher Fan von irgendeinem Berliner Club, probably. Ich meine, selbst die Spieler wohnen ja zum Teil alle in Berlin. Wir wollten nächstes Mal auch. Gegen ja, das habe ich. Javens CR. Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und ja, vielen Dank für den Follow, dass du im Chat teilgenommen hast. Vielen Dank. So, jetzt können wir hier mal wieder aussehen. Geldesser Kiez. Kiez, KZ, wie wird es? Also ich meine, dass zum Beispiel Yannick Gerhard. Weiß jetzt nicht, ob man das findet. In Berlin wohnt. Meine ich. Die Frage ist ja auch, wo ist das Trainingsgelände von Wolfsburg? Es muss ja nicht in Wolfsburg sein, das kann ja auch weiter weg sein. Also ich habe es zumindest öfters gehört. Es kann natürlich auch Trainingsgelände. Der Allerpark, wo ist der denn? Okay, so wie es aussieht, macht es keinen großen Unterschied. Ja, okay, es ist basically direkt in Wolfsburg. Okay, vielleicht stimmt doch einfach nicht. Ich habe es irgendwann mal. Ja. Wie gesagt, also ich habe das mal gehört. Kann auch sein, dass ich entweder mich falsch erinnere oder mir einfach Bullshit erzählt wurde, weil ich habe es nie nachgeprüft. Wobei auch ein Stefan Baumgart ja auch in Berlin wohnt und übers Wochenende halt immer dahin fährt, also nach Berlin und in der Woche in Köln. Ich meine, die haben ja das Geld, die können sich auch einfach drei Wohnungen kaufen, die können sich ja überall Wohnungen bzw. Häuser kaufen. Ist ja jetzt nicht so, als könnten die sich nur einen Wohnsitz leisten. So, Kevin Sessa, Außenverteidiger. Können wir mal scouten, aber ist mir jetzt nicht schnell genug. Im Mittelfeld, finde ich, sind wir eigentlich ganz gut besetzt. Wann enden eigentlich unsere ganzen. Ja. Na, also deswegen ist es halt die Frage, wo sie dann komplett sind. Ich bin gerade was verwirrt. Wo sind denn. Brauche ich. Boah. Was möchtest du? Stammspieler, was möchtest du? Ja, okay. Gut.
Ein schneller Stürmer. Ich wollte noch ein. Das 21, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Boah, der will ja gar nichts. Der wird mitgenommen. Stimmt. Ja, ne, deswegen, also die haben halt überall Häuser. Die haben überall Wohnungen. Mbappé kann sich eine ganze Kleinstadt kaufen, das ist korrekt, ey. Ich würde mir, ich meine, die Real hat ja gesagt. Real hat ja gesagt, der wird nie wieder für uns spielen. Ich würde es mir so wünschen. Aber wahrscheinlich in 3 Jahren, wenn der Vertrag ausläuft, werden die den auch wieder mit Kusshand nehmen und 150 Millionen Handgeld geben. Es gibt auf jeden Fall Spielern, denen das wichtig ist. Guck, also ich glaube, man Ginter hätte auch woanders mehr Geld verdienen können. Du hast einen Jonas Hector beim FC. Also es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen. Ja, das ist absolut. Der kriegt einfach Mitspracherecht. Der kriegt Mitspracherecht bei Transfers. Als Spieler, das ist doch. Das ist unfassbar. Ja, also das ist sehr wild. Alles. Sehr, sehr wild. Was da passiert. Fabian Klos, ja. Wie war das eigentlich? Der hat ja jetzt ja einen neuen Vertrag nochmal für ein Jahr unterschrieben. War das eigentlich, wollte er aufhören oder hatte er erstmal kein Angebot bekommen? Er wollte gehen. Wollte er denn die Karriere dann auch beenden oder? Boah, ein linker Verteidiger. Obwohl, wir haben ja. Wir haben ja. 500.000? Was sagt eigentlich unser Gehaltsgefüge? Hab nur gar nicht angeguckt. So um die 10. Okay. 550, hallo? Okay, kein interessanter. Alle zu teuer. Alle zu teuer. Ja, Pekarik ist uninteressant. 35, ne. Ah, okay. Kommt der aus Köln? Die Frau? Er kommt, er ist 1,74. Gifhorn. Okay. Ann-Christine Kloß, The Voice of Germany. Aha. Okay. Ja. Warum auch? Also der FC braucht. Der FC hat mehrere 30-Plus-Stürmer, die brauchen nicht noch Melte. Wer ist denn mal. Warte mal, welcher Stürmer ist denn momentan im Gespräch bei Frankfurt? Von Union, ne? Der. Wie heißt der? Fällt's nicht ein. Oder ist es schon unter Dach und Fach? Ups, Alter.
Transfers kommende Saison. Haben wir den? Hey, wen meine ich denn gerade? Ja, das ist ja auch cool. Also, ne, dass sie dem auch da nochmal einen Vertrag gegeben haben. Ich meine, der kann auch mit Sicherheit noch einige Buden machen. Also, ich meine, der ist über 1,90 so, den fütterst du mit Flanken und dann haut er ab und zu immer noch einen rein. So ist ja nicht. Also, auch sportlich ja immer noch interessant. Ich mach kurz hier die Aufstellung. Hat schon noch. Linker Fuß gut. Ja, wir versuchen es mal so. Gut. Ja. Ja, das stimmt. Auch. Ja, du hast auch einen Schmelzer so beim BVB gehabt. Ne? Also es gibt halt, du hast in jedem Verein immer eigentlich so ein, zwei, die so sind. Ob es daran liegt, dass sie auch nicht große Angebote bekommen haben, das haben wir dahingestellt. Oh mein Gott, ich habe was vergessen. Ich wollte eigentlich Musik abspielen, verdammt. Ich wollte so ein bisschen Feeling reinbringen. Jatta. Auf geht's, Jatta. Meffert. Ja, Jatta! Let's go! Yeah. Okay, ich merke, ich sollte lieber die Wiederholung anmachen. Okay. Wen meinst du? Euer Fernand. Sehr schön. Ja. Wen meinst du denn? Ach, was? Den kenne ich noch. Den habe ich früher im Ultimate Team, gab es eine gute Karte von dem. Der kommt von. Der war bei Wien. LOL. Und dann auch noch ablösefrei dann gegangen, schade. Sehr gut, da geht aber noch mehr hier auf jeden Fall. Das ist also. Kann man noch mal ein bisschen mehr machen. Accessarien? Tatsache. Aua. Meffert Schonau. Jatta, der Chancentod gegen Schalke, trifft. Let's go. Krass. Ihr spricht auf jeden Fall für das Scouting, ne? Ja, Jatta! Oh. Bisschen Stadionatmosphäre hier reinbringen. So, Jatta, du hast ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Kannst jetzt mal auf die Bank und Winzheimer kriegt jetzt seine. So. Das sollte auch weitermachen, Leute. Ja, krass, ey. Aber es gibt immer so Geschichten. Das ist so cool. Och, das ist auch. Das war doch kein Elfmeter. Och, nö. Oh.
Och, Mann, den kann man doch halten. Oh no. Komm, da muss mehr kommen. Das ist, wenn man nur ein Tor macht. Man hat keine Chance gehabt. Aber frische hier, Alidou, auch echt nicht so ein geiles Spiel, ne? Ja. Das ist sehr enttäuschend. Holy shit. Alidou kein gutes Spiel gemacht. Glatzel auch nicht. Es ist. Unangenehm. Unangenehm. Co-Trainer. Okay. Enis Ünal. Okay. Ist ja interessant. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. In Farben vereint. Fast. Oh Gott, gegen DFB-Pokal. Oh Gott, fängt ja jetzt schon mal gar nicht gut an. Zu einer Fanfreundschaft? Ja, nice. Mit 96 auch? Okay, also ich kenne das nur vom FC. Ist das denn wirklich so eine Fanfreundschaft von allen Fangruppen zusammen oder nur von Einzelnen? Ich habe voll vergessen. Ja, holen wir uns mal einen neuen Co-Trainer. Assistenttrainer hätte ich gerne noch. Und Torwart, wenn ich hier mir unten die Balken angucke. Dann natürlich noch. Es tut mir leid, dass ihr gerade den Sound hattet. Wollen wir natürlich noch. Ja, gucken, was wir kriegen. Ein Spielanalysten, technischer Leiter und Lai. Und hier brauchen wir Chef und noch einen Chef. Führungslos der HSV hier anscheinend. Weil dann sogar von dem Fall waren sicherlich die Fangruppen. Okay, aber das sind ja auch, sind wahrscheinlich auch nicht alle Fangruppen dann, oder? Okay. Superstar. Das ist in Ordnung. Ist das in Ordnung? Es sind 4 Monate. Intensivkurs. Okay, krass. Ey, 22, das kann ich dir nicht bieten. Guck mal. Das kann ich dir bieten. Nee, erstmal, zu viel bezahle ich nicht für. Ah, ist das unangenehm. Ey, über 20 kann ich nicht. Ich bin nur ein Topverdiener. Ja, aber. Also ich kenne das nur, dass der Chapo von uns halt erzählt hatte, dass es die Fanfreundschaften viel in den Clubs allein ist. Und es nur eine Handvoll gibt, die wirklich Club global sind. So tief bin ich dann doch nicht in der ja, da hat es in die Top 11 geschafft, herzlichen Glückwunsch. In der Fankultur, also im der Ultra-Gruppierungen, Fankulturen drin. Kota. Der Kota.
Okay. Jetzt müssen wir gucken, ne? Vielleicht so ein paar schon ältere auch noch. Also klar, viele, ich hätte gerne sehr viele junge Spieler. Aber so ein, zwei gute Spieler mit Ausstiegsklauseln kriegen, wäre das schon echt. Porto. Oh Gott, da kam. Ja, da kam. Ja, das stimmt sowieso. Ja, klar. Ne? Man kennt seine Rivalen und seine Freunde. Der ist Innenverteidiger. Und 1,69? Das ist ja fantastisch. Aus Prinzip müsste man sich den holen und gucken, ob das überhaupt möglich ist, damit zu spielen. So eine Mini-Innenverteidigung, so 1,70 im Durchschnitt. Die Frage sind die gut genug für die zweite Mannschaft, dass man die da vielleicht ein bisschen besser macht, aber wirken jetzt nicht so stark. Okay. Ja gut, das ist ja eh so eine Sache mit Derbys. Also du hast ja super viele Sachen, die von Außenstehenden als Derby bezeichnet werden, wo so jeder sagt, das ist kein Derby. Nehmen wir mal als Beispiel Köln-Leverkusen ist kein richtiges Derby. Und es ist für viele weggesagt, oh, das Derby, Köln-Leverkusen. So. Ja, ich hätte jetzt auch, ich hätte dir nicht sagen können, was das Derby ist von Bielefeld. Ja, gut, bei Bochum-Dings denkt man halt, ja, das ist der Ruhr, der Robot, das ist alles ein Derby. Nee. Not really though. Also, klar, es gibt Lorenzo Reis. Es gibt, klar ist das nochmal was anderes als jetzt Bochum gegen Meppen. Gott, hoffentlich habe ich jetzt nicht voll ins Klo gegriffen. Ey, will ich Wagnumann für 4? Nein, 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 nein. Der ist nächstes Jahr so viel mehr wert. VfL Osnabrück. Gehört die nicht zum Pott? Wow, das sind erstaunlich schlechte Quoten. Ja, gut. Preußen Münster. Sind die nicht aufgestiegen oder waren die im Aufstiegsrennen? Ich weiß es nicht. Mikkel kriegt seine Minuten im DFB-Pokal. Genauso, genau. Winzheimer kommt jetzt in Sturm. Jatta Alidu lassen wir. Reis will ich eigentlich lieber hier haben. Kizombi. Ah, genau. Da geht's doch. Ah, ich erinnere mich. Die haben eine bessere Tordifferenz, aber hätten das direkte Duell gewonnen. Ja. Okay. Muheim. Da hatte ich mitbekommen, dass einige gefordert hatten, dass man das auch mal anpassen muss.
Westfalenpokal gegen Rödinghausen. Also es ist quasi eine Saison zum Vergessen. Boah, es gibt auch nichts Unangenehmeres, glaube ich, wenn du halt wirklich so eine Saison spielst. Das ist wie bei Frankfurt. Hätte Frankfurt das Finale nicht gewonnen, wäre das auch eine Saison so geil, du hast ein Finale gespielt, aber haben tust du davon nichts. Ja, das ist dann natürlich unangenehm. Das ist halt unangenehm. Ja, wobei die Regionalliga ja eh, wenn ihr es mal anguckst, da hat wirklich manchmal der 15. den dritten mit 7-0 abzieht. Ja, also auf gar keinen Fall. Lol. Was kann sie hier? Nichts kann mich, mein Herz ist bereit zu gehen. Ich brauche ein vernünftiges Angebot. 3, okay. Na, 3 Millionen würde ich aber haben. Oh no. Der Einzige, der Tore schießt bisher. Und Gefahr. Ausstrahlt. So, der kann dann auch direkt mal zeigen, was er kann. Bockeriator. Nee, ist zu wenig. Ja, also klar, wäre die geil gewesen, aber du hättest halt nichts, ne? Du hättest nichts, ja nicht international gespielt, du wärst irgendwie 13. in der Liga gewesen. Das wäre halt so ein schönes Erlebnis, aber halt nichts, worauf man lange aufbauen kann, ne? Weil das geldtechnisch jetzt auch nicht so krass gewesen wäre, also nicht so gut gewesen wäre. Wäre schwierig gewesen. Also, ne, um Gottes Willen. Ich beneide krasser Neid so. Was würde ich dafür tun, um mal mit dem FC Richtung, du kriegst die 16, herzlichen Glückwunsch. Was würde ich tun, um mit dem FC mal international zu spielen? Vor allen Dingen in einem Finale. Ich meine, international spielen wir und haben wir gespielt in den letzten Jahren, aber erfolgreich da zu sein, wow. Wow. Puh. Okay. In die Liga gewonnen, als wer aufgestiegen ist, oft aber wegen der Regeln. Oh. Was? Wir sind jetzt in der Regionalliga. Ey, Mikkel, jetzt mach ich hier keinen. War das die Geschichte, dass die. Nee, war das. Welcher Verein war das denn nochmal, der nicht aufsteigen wollte? Ja! Oh mein Gott, Ali, du! Ja gut, ne? Das wird eh nicht passieren, von daher brauchen wir da gar nicht drüber reden. Ey, okay, das funktioniert. Ich glaube, ich muss die Taktik ändern. Was passiert denn hier? Mein Gott! Hallo, es ist Preußen Münster. Hier müssen wir mal wegklatschen hier. Ah, okay, genau, dann war es Rödinghausen, ja. Okay. Ja. Ich meine, hat ja auch irgendwie was, ne? Wenn die sagen, ey, das ist für uns finanziell eine Katastrophe.
Ey, das ist doch jetzt hier eine absolute Frechheit. Ich könnte dir nicht sagen, wo Rödinghausen ist. Klar, irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Wo ist denn? Ah, über Bielefeld. Ah, okay. Ah. So halb zwischen Bielefeld und Osnabrück. Ich bin gerade irgendwie verblüfft, wie weit im Norden Bielefeld ist. Ach Leute. Ja, mega. Der einzige Grund, warum du dich in der dritten Liga halten kannst, ist, weil du irgendwelche Investoren hast. Beziehungsweise, wo das finanziell möglich ist. Oder du halt 30.000 Zuschauer hast wie Kaiserslautern. Ja, geht doch. Wunderschön. Ist zwar ein bisschen spät. Windsheimer, sehr gut. Ali, du, mit dir bin ich nicht zufrieden. Wie du diese eine Chance verhauen hast, das ist eine absolute Katastrophe gewesen. Und Reis ist halt auch noch nicht so aufgefallen, ne? Okay, krass. Ja, wie gesagt, ist mir so überhaupt nicht. Es war mir so überhaupt. Das ist, ich mir nie Gedanken drüber gemacht, muss man auch dazu sagen. Und dann ist das schon irgendwie so okay. Komm, Glatze, du kriegst ja nochmal deine Chance. Schon krass. Ja, auf jeden Fall. Über lang müssen sie vor allen Dingen erst wieder Erstliga, also ne, über lang, lang. Kommt die hoffentlich wieder in die erste Liga. Wie schön wäre es denn, den Betzenberg wieder zurückzuhaben. Co-Trainer schicken. Ich bin nicht so der Medienmensch. Okay, das ist ein sehr weirder Fun Fact. Das. So, also wir machen das so, wir werden jetzt gegen Pauli noch die. Lea? 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 Moment mal ganz kurz. Packungen, die wir haben. So, sorry. Okay, gehen wir mal zurück zu dem weirden Fun Fact. Bürgermadame, was ist denn Jahre? War dann A2. Oh wow, du standst quasi in dem Stau, den dieser Unfall verursacht hat. Okay, krass. Okay, dann erinnert mich sich an sowas. Okay, wann war das denn? Ach, 2015? Okay, das ist schon was länger her, okay. Auch jetzt habe ich was gesehen. Ich hasse dich. Ach, Mann. Ich bin ja kein Interviewfreund, ne? Ach, weil ich ihn vorgestellt habe.
Boah, der hatte ja sogar echt Potenziale. Also der war ja sogar echt gut. Ist ja echt. Ich habe den Namen tatsächlich noch nie gehört. Ich habe das damals nicht mitbekommen. Krass. Ja, ich gebe die auch, das habe ich jetzt vergessen zu machen. Ich gebe die auch normalerweise immer an meine Mitarbeiter. Das ist tatsächlich. Ja. Kein Problem, es hat Spaß gemacht, mich zu unterhalten. Ich bedanke mich vielmals, dass du vorbeigeschaut hast, voll und da gelassen hast. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir einen guten Hunger. Und ja, ich hoffe, man sieht sich irgendwann nochmal. Vielen, vielen Dank. Das ist zu wenig für Jatta. Ich würde doch mehr als 3 Millionen haben, hallo? Prost. Sehr gut, dass ich sogar Wasser trinke. Ich trinke so wenig gerade. Was gebracht auch an alle anderen hier? Trinkt Wasser. Oder trinkt du irgendwas. Ist egal was. Ja, es gibt ein Feature, was ich mir echt für Football Manager noch vorstellen könnte oder was ich geil fände, wäre, wenn es einen wirklichen Manager-Modus geben würde, wo du auch einen Trainer einstellen musst. Also wo du das Taktische gar nicht machst, sondern wirklich den Verein managst. Wo du dann guckst, dass du halt Sponsoren kriegst und sowas. Da hätte ich Bock drauf. Und dann halt einen Trainer einstellst. Je nachdem, was für Fußball du spielen willst und sowas, du selbst entscheidest, werde ich ihn jetzt entlassen. Ich meine, die Transfers kannst du dann ja auch noch machen. Dann kann man dir sagen, zum Beispiel, der Trainer gibt Vorschläge, welche Spieler er möchte. Und dann kannst du darauf eingehen oder nicht. Fände ich, glaube ich, cool. Das wollen wir auch mehr oder weniger. Upsala. Okay. Stadtderby. So, jetzt muss ich das nicht mehr machen. Das wird lustig. Jetzt kommt Schonlau wieder rein. Obwohl, der ist ja. Ich würde dich lieber in ZDM haben und dich da wunderschön abräumen lassen. Leibold kommt zurück. Sehr wichtig. Kann Leibold auch rechts spielen? Nee, aber der kann offensiv spielen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal Leibold hier für Alidu. Der mir nicht gefallen hat. Und Heuer Fernandes. Ich sage jetzt mal Fernandes wegen Bruno Fernandes. So, Meffert, ey, ich bin echt. Spielen wir doch einfach Schuhen. Es ist genau seine Position. Reis bleibt und Schoner bleibt schön Verteidiger. Ja. Und Glatzel kommt wieder rein. So, Glatzel, du musst jetzt aber auch immer was zeigen, nicht? Ich werde jetzt gleich auch essen. Und zum Essen, wenn ich mit dem Essen anfange, werden wir. Okay, erstmal kurz hier gucken. Will ich die 13 schon. Wir führen die mal vor Ort. Beim Essen werden wir einen Film gucken. Das war schon länger geplant. Und zwar gucken wir nachher The Last Samurai. Also, wer möchte, kann sehr, sehr gerne mitgucken. Wenn er Amazon Prime hat. Das ist leider eine Voraussetzung. Ja, das ist mir alles nicht genug, ja. Oh Gott. Die Idee ist eigentlich, dass er essentiell ist hier auf meiner rechten Seite. Du kannst einen Trainerschein machen, wenn du möchtest. Ich muss auch langsam mal jetzt gucken, ob ich jetzt noch welche Transfers eintüte.
Mal ganz kurz, nur aus Interesse. Wie teuer wäre Sebastian? Ah, ist zu teuer. Haben wir. Ich würde gerne hier irgendwie. Herr Gotthard Nielsen. Vielleicht so ein Stürmer, der in der ersten noch zu schlecht ist. Was ist mit Leveling? Wo ist er? Haben den schon verkauft? Leve. Der so geschrieben? Ups. Ja. Ist das der? Ja, den hätte ich auch. Ja, das ist der. Aber ich spiele hier leider die falsche Position. Geht er jetzt auch zur Union? Könnte er da auch seinen Durchbruch machen? Ja, auf jeden Fall. Schon guter. Was hat denn Bochum? Simon Zoller kann ich immer. Nein. Ah. So ein Stürmer. Ja, die haben halt Lammers und Boré. Dahinter, was ist. Oh, Pasencia. Oder ist er nach Schalke ausgeliehen? Nee, der war letztes Jahr nach Schalke ausgeliehen, ne? Ja. Pasencia. Was haben wir bei Gladbach? Haben wir da irgendwas? Nö. So ein Stürmer aus der ersten Liga, aus der zweiten Reihe. Dortmund hat es auch zu teuer. Wahrscheinlich alles, was da in der zweiten Reihe ist. Stimmt, Ache von Frankfurt würde auch gehen. Ragnar. Jetzt hat die Frage. 15 Antritt ist schon ganz okay. Union Berlin, Taifu Awoniyi. Uja, Uja. Veraldo, Lukas Veraldo. Finde ich den einfach nur nicht. Lukas Veraldo, da. Okay, ist das nicht ist das nicht hier der, so ein Hyper, so ein, eins dieser Megatalente in Football Manager? Ica Bravo. Ah, ja. Sag mir auch, was habe ich auch schon mal gehört. Ja, mit Justin Deal, aber das ist halt auch zu wack. Und sonst ist da auch nichts hinter dran. Lämperle, Lämperle, es wird aber auch zu schlecht sein. Okay, brauchen wir nicht weitergucken, wenn ich mir den Preis angucke. Was hat denn Freiburg? Nils Petersen. Was ist mit Nils Petersen? Da sehe ich mich. Ah, okay. Nö, nee, das wollen wir schon kontrollieren. Wir probieren jetzt das mal einmal mit, wenn wir das nicht gewinnen, wechseln wir auf jeden Fall die Taktik. Das ist mein kurzes Experiment gescheitert. Ihr habt mich überredet. Ja, Argentinien und Brasilien, halt eh, es ist halt eh abnormal, wie viel Talente. Ich glaube, den kann ich nicht bezahlen. Ich kann ja auch Balotelli holen. Gucken, ob der bei mir auch so knipst.
Den Mario. Okay. Jetzt will nichts passieren. Es ist auch ein sehr to Oh Gott, ist das ein langweiliges Spiel. Oh, da passiert was? Ah, nevermind. Okay. Meffert. So, das sind meine ersten zwei Impulse nach 60 Minuten wechseln. Jawohl. Oh nein. Nein, jetzt hier nicht auskontern lassen. Danke. Oh, ich habe die Sternenschützen gar nicht ausgewählt. Oh Gott. Wagnumann. Auf Windsheimer! Oh nein! So close. Jetzt hier kein Kontertor bitte fangen. Och nö. Kurz gedacht, es gibt jetzt rot. Und wir sind auch die gelben Karten am Sammeln. Hartl. Jatta, Jatta. Hey! Schiri! Ja! Sehe ich genauso, waren die ganz klare rote. So, jetzt muss hier aber mehr kommen. Oh, Wagnermann ist tot. Er ist schon wieder verlegt, er ist verletzt, das kann auch nicht wahr sein. Ach, Leibold, Jatta, beide sehr enttäuschend. Ja, muss so. Und jetzt kommt. Jetzt kann doch nicht wahr sein, dass ich kein Tor hier reinkriege. Oh nein, jetzt auch hier kein Standard gegen Tor, oder? Klarer Elfmeter. Ey, ich habe noch nie so einen klaren Elfmeter gesehen. Wer schießt? Winsheimer wahrscheinlich, oder? Auf geht's, jetzt kommt's. 10 Minuten noch. Okay, Videobeweis. Videobeweis. It's Hamburg. Yeah. Okay. Oh, und noch einer. Windsheim. Gut, dass ich den Vertrag verlängert habe hier. Mach dir einen lupenreinen Hattrick innerhalb von 10 Minuten. Geht's an Bord. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Holy shit. So will ich das sehen. Glatze. Ja, sieht nicht gut aus für dich. Sehr, sehr geil. Er wird erstmal gelobt. Ich bin echt happy über deine Leistung. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Wir machen dich zu einem Weltfußballer. Wir machen dich zu einem Weltfußballer. Glatze hier. Pff. Direkt wieder verkaufen. Kann gar nichts, kann er.
Wie viel bin ich bereit zu bezahlen? Wenn Glatze so trifft, ja, ich habe 3 Millionen momentan. Ich müsste erstmal. Ich könnte ja Glatze verkaufen, ne? Das ist ja gerade erst gekommen. Ey, Maschine. Nein, aber so einen jungen Talentierten nochmal in der Hintern zu haben, wäre schon ganz gut. Ich würde es halt feiern, wenn er groß wäre. So, alles über 1,90 würde ich feiern. Entweder groß oder schnell. Upsala. Du bist SDW. Schimmer hier. Wir wollen nicht übertreiben. Du bist nur ein Torwarttrainer. So. Wo ich das Gefühl habe, ich brauche eher. Oh, 1,8 Millionen, ey. Kriege ich noch mehr? 2 ist meine absolute unterste Grenze. Wo ich, glaube ich, gefühlt eher einen rechten Flügel brauche, wenn ich mir das hier so angucke. So, upsala. Da werfe ich hier schon mein Zeugs. Was habe ich getan? So. Stimmt. Sanés Bruder. Die Frage, das wäre sogar bezahlbar. Könnte gut Tempo haben, kann auf beiden Seiten. Was haben wir hier? Ablösefrei, den halten wir uns mal fest. Wollen wir nicht reden. Salazar wäre natürlich auch mega, ne? Okay, sieht auch interessant aus. Vor allem nicht so teuer. Noch ein Sportwissenschaftler-Chef? Ja, komm. Uah, jetzt hat er mich angenommen. Egal. So, Assistenttrainer, was brauche ich denn? Kennt man davon irgendjemanden? Nö. Er wäre halt super durchschnittlich. Er hat aber eine schöne Offensive. Athletik nicht so gut. Eine hohe Zielstrebigkeit. Wo ich dem hier eigentlich interessiert. Den eigentlich interessant. Komm, gehen wir ihm hier. Der hat nämlich noch. Der ist jung, bleibt lang und wird noch besser. Deiner mein Argentinier ist Ezequiel. Echo of me. Vielen Dank für dein Follow. Vielen Dank. Ich will ja gleich mal Licht anmachen. Hier wird es ja langsam dunkel. Upsala. Ezequiel. Warum kommt mir das. Woher kenne ich den Namen Ezequiel? Das kann sein. Das kann sein. Das kann sehr gut sein. Stimmt.
Jetzt, wo du es sagst, Tatsache. Palacios, die Welt. Palacios. Den. Diesen Palacios. Palacios ist leider ein sehr weitgehender Name. Asher of me. Ich bin mir mal ganz kurz Essen holen. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Machen wir mal Licht hier an. Oh Mann, ey. Okay, na, Mittelfeldspieler uninteressant. So, gucken wir mal, gegen wen wir spielen. Ich automatisch jetzt die Jungen an. Dresden gegen Frankfurt. Oh, das ist ein cooles Match. Okay. Heimspiel gegen Augsburg. Interessant, interessant. Das würde ich schon sehr gerne gewinnen. Ich rede hier von Augsburg. Oha, die Werksteams spielen gegeneinander. Hier wirklich einige unangenehme Bundesligaspiele.
Heidenheim gegen Bayern, war das nicht auch vor kurzem mit echtem DFB-Pokal? Letztes Jahr oder so? Ey, wir wollen ja möglichst schnell wieder erfolgreich werden hier mit dem HSV. Ich habe gehört, wir steigen auf und gewinnen einfach den DFB-Pokal. Schön direkt international. Wir skippen quasi in die Saison, wo wir uns auf Platz 6 spielen. Mega, ein 20er Physiotherapeut. Ja komm, du kriegst sogar 4. Chefphysio, okay, das heißt, wir brauchen nur einen. Schade. Wobei, ich hole mir noch einen. Und entlasse dann ihn hier. Wir sind hier in einer Leistungsgesellschaft, hier wird nichts geschenkt. Nehmt ihr sogar direkt an. Und dann noch Leistungsanalysten, okay. Du hast es dir verdient. Wenn du eine Bewerbung machst und einfach aus deiner Jugend einer der Besten ist, muss man den einfach nehmen. Man muss ja auch den Mitarbeitern zeigen, dass es Aufstiegschancen gibt. Nee. Fabian Holland. Ja, Außenverteidiger haben wir jetzt genug. Dann wäre echt nochmal einen starken geholt. Das sieht auch interessant aus. Was ist mit, gibt es eigentlich Ralf? Mensch, ist glaube ich einfacher. Der ist so geschrieben. Ich glaube mit Gunesh. Mit einem N. Gunesh. Ralf. Ne. Manchmal gibt es den und manchmal nicht. Ich weiß nicht, wovon das abhängt, ob es ihn gibt oder nicht. Das kann ich nicht sagen. Da ist der Weg definitiv der beste. Hier ist erstmal schön mit dem Gehalt. Oh, verdammt, ich wollte noch einen runter. Einfach verklickt. Spieleanalysten. Sieht der eigentlich am besten aus, aber ich bin mit keinem zufrieden. Also weitersuchen. Athletiktrainer. Nehmen wir ihn direkt hier. Paco de Miguel. Miguel. Und ein Co-Trainer. Haaland Gerble. War das nicht der, der jetzt gerade bei Bielefeld war? Robert Kovac. Dennis Bergkamp oder Roy Keane? Aber wir versuchen mal Dennis Bergkamp. Mal ein bisschen alten Glanz in den Verein reinbringen. Boah. Bergkamp, let's go.
Ist Raphael van der Vaart irgendein Spieler? Wird er denn genau geschrieben? Van der Vaart. Okay. So wie ich es mir gedacht habe, nur mit V. Aha. Aha. Hast du Lust, Co-Trainer von HSV 2 zu werden? Hast du Lust, Assistent Trainer zu werden? Schade. Was gibt's denn vielleicht noch für Ex-Spieler, die man zurückholen kann? Ich bin bei Football Manager immer ein Fan von Rückholaktionen. In echt nicht so? So ein Son wäre doch schon cool. Mustafi. Obwohl, ne, das würde ich mir das vor nicht antun. Ja, machen wir, beantragen wir das mal. Wie sieht's aus mit einem. So einem Kostic? Obwohl, das geht nicht auf gute Tage zurück. Nee, nee. Allein für den Namen muss ich auf die Liste tun. Douglas Santos, Ja. Ja. Bei Außenverteidiger sind wir leider gut besetzt, aber ich gucke jetzt mal. Stimmt, den gab es ja auch noch. Ne gut, so wichtig ist das jetzt nicht. Ne, den so schon. Douglas. Ja, können wir nicht bezahlen. Boah, der hat damals auch den HSV so durchgezogen. So durchgecarried. Mein neuer Co-Trainer, Dennis Bergkamp, let's go. Tja, Herr Tapaldovic, mal schön mit Ihnen. Ne, wegen Pablo de Miguel? Ist Athletiktrainer. Ja, dann. Ihn hier weg. Wieso habe ich so viele Co-Trainer? Vertraut. Vertraut der Vorstand mir etwa nicht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Eigentlich war ja mein Plan, noch einige Spieler loszuwerden. Das Problem ist aber, dass sie natürlich alle verletzt haben. So. Punkt. Du kommst jetzt wieder rein. Dich nehmen wir mit. Du kannst wieder in die Jugend gehen. So. Wenn das jetzt wieder so ein Kampf wird gegen
Darmstadt wechseln wir definitiv die Taktik. Er ist leider klein. Aber da haben wir auf jeden Fall mal einen Stürmer, der interessant wirkt für die Zukunft. So, Ali, du hast ja auch hier immer noch nicht verlängert. Das heißt, sollen wir darauf spekulieren, dass Ali du nicht verlängert? Oder? Bruma. Ja, auf jeden Fall eine ältere Variante. Daschner. Wie sieht es denn aus mit Leuten auf der Leihliste? Irgendwelche. Die sieht actually gar nicht mal bad aus. Es ist halt klein. Sanne, 1,76. Er ist halt auch klein. Und besser schnell. Was ist mit einem, mit Laie, mit einer Kaufoption von 10 Millionen? So, und ich bezahle gar nichts und mache das Angebot, was sie nicht annehmen werden. War der nicht gerade hier? Warte mal. Ah, nee, in dem. Hier, Sanne, sorry. 1,77, finde ich halt als Stürmer. Ich sehe den halt eher am Flügel. Also für meinen Geschmack so. Ne? Ich meine. Messi beweist, dass Größe vollkommen egal ist. Aber. Er ist halt nicht Messi. Die wenigsten sind Messi. Genau, zusammen ist nur einer so gut. Ich will dem halt jetzt auch keine Anweisungen geben, weil wir halt zwei komplett unterschiedliche Stürmertypen haben mit Insheim und Glatze. Zumindest was die Stats angeht. Bei Winzheimer haben wir es halt nicht versprechen. Er wird auch noch ein Stürmer. Warum will der stärkere Konkurrenz haben? Ja, der eine ist halt ein, ja, nicht mal schneller, ein Allrounder, der eigentlich schon eine hängende Spitze eher ist. Der als 80 ist und 10 Sprungkraft. Und der andere ist halt 1,93, 14 Sprunghöhe. Jetzt kann ich halt, wenn ich die Anweisung gebe, für viele Flanken schlagen, ist es mit Winzheimer doof. Wenn ich sage, keine Flanken schlagen, ist es halt für Glatzel doof. Also was machen wir? Nix. So.
Spiel gegen Man U. Das ging jetzt ein bisschen schnell. So. Auf geht's jetzt. Okay. Die machen mir hier ein bisschen zu viel Druck. Also ich meine, es klappt auf jeden Fall, dass wir ihn bei Besitz lassen. Kombinieren die sich viel zu einfach durch. Doch, Fernandes ist da. So, und da muss Jatta schnell hin und direkt nach vorne. Behrens. Ja, sehr schön. Leibold. Reis. Angeleri. Reis. Schonau. Schön da zu außen. Oh, es ist so wunderbar gespielt. Es ist so wunderbar gespielt. Es ist so wunderbar gespielt. Warum macht er denn keine Wiederholung mehr? Sehr schön. Sehr, sehr geil. Jatta hat sich wieder eine Knieprellung zugezogen. Leibold, Jatta! Boah! Aber hier richtig athletisch, ey. Mit dem linken Schlenz würde er den da reinknallen. Okay, Jatta muss raus. Jatta muss raus. Ali, du. Ist auf der rechten Seite. Deine Chance. Zu zeigen, dass ich überhaupt einen neuen Vertrag mit dir machen sollte. Rice. Leibold. Sehr schön den Ball laufen lassen. Ja. Und er läuft. Und wenn's. Oh, steht ja Glatzelis da drin. Schade. Ich muss es aber ein bisschen schneller machen. Weiter so. Geht das auch irgendwas dazwischen? Ja, so ist okay. Auf geht's, Leibold. Ja, alles gut, einfach weitermachen, einfach weitermachen. Reicht auf Witze! Oh mein Gott, ist das schön gespielt. Und das. Mit dem kleinen Inzheimer. Yeah, yeah. Auf geht's, Hamburg. Yeah. Was eine Flanke. Wunderschön, genauso will ich sehen. Sehr, sehr geil. Schade. Jetzt haben wir ihn schon wieder. Jetzt kommt nochmal Glatze nochmal rein. Ali, du wieder. Katastrophal. Schonau, Kin Zombie, ein bisschen defensiver jetzt hier. Leibold, Leibold. What? Leibold hat einfach Bock. Ein Kin Zombie, wunderschöne Vorlage. Okay, wunderschöne Vorlage, Leute.
nicht vorgelegt. Boah, es ist aber auch. Also so sieht er auch ganz, ganz, ganz schlecht aus. Ali du! So, nächsten Wechsel. Ey, Ali, du fast überlegst schon wieder auszuwechseln, ne? Magnumann darf runter. Leibold und dann. Ah, okay. Vuskovic. Auf jeden Fall eine niedrige Bewertung. Warum muss man gucken? Passquote nicht gut. Ja, wenn ich mir die Expected Goals angucke, ist es hier aber auch gerade weit über den Expected Goals. Pfeiffer. Bader, Matthias Bader. Boah, lassen sie sich auseinanderziehen. Boah, Heuer Fernandes. Boah. Angeleri. Glatzel! Left on line, das Tor! Oh mein Gott! Wie kannst du den nicht machen? Glatzel, Reis. Keine Anspielstation, aber findet Alidou auf der anderen Seite. Alidou. In die Mitte. Auf Reis wieder. Alidou. Jetzt aber Alidou auf Glatzel. Aber da stand Glatzel im Abseits. Das wäre die Chance gewesen, von Alidou zu zeigen, was er wert ist. Aber spielt ein Spiel im Abseits an. Glatzel. Er kämpft sich nicht den Ball. Weil Alidou den Ball nicht holt. Schade. 3-0. Sehr, sehr geil, aber sehr, sehr geil. Und vier unterschiedliche Leute, die Torbeteiligung hatten. Sehr schön aufgeteilt. Ich bin zufrieden, ey. Es kommt. Kommt gar nicht mehr so ein Grinsen raus. Sehr, sehr cool. Gut. Ich gehe mir mal kurz noch was Nachschubessen holen. Ja. Ist noch was da? So. Wir machen jetzt auch so ein Viertelstündchen und dann gehe ich. Gucken wir einen Film hier auf dem Kanal. Das heißt, für alle, die dann kein Interesse mehr daran haben, weil Football Manager das Hauptinteresse ist, ist vollkommen in Ordnung. Es wird die Tage morgen, um genau zu sein, wahrscheinlich wieder Football Manager geben. Von daher passt das ja.
Und ich werde angerufen. Ja. Also ich bin noch live, ja, warum? Ich leite das mal an die Hausherrin weiter. Ich gebe dir einfach die Hausherrin. Ja. So. Wir brauchen kein Transfer-Meeting. Wir wissen genau, was wir haben wollen. Entweder ein Stürmer oder ein Linksaußen. Okay. Kaufoption. Okay. Warum auch immer man das als Verein eingehen sollte. Die bezahlen das komplette Gehalt weiter. Das Spiel bei uns. Maybe. Okay. Loris Karius. Könnte interessanter Torwart werden für den Aufstieg, weil ich nicht weiß, ob Heuer Fernandes dazu das Potenzial hat. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Max fragt, ob er noch die Hausherrin haben darf. Er kann einfach mich anrufen, oder nicht? Ich sag's ihm. Hallo? ja, das frage ich dann doch nochmal den André. Also, es kommt jetzt. Den André? Den André? Janik. Okay, Entschuldigung, wow. Nein, es geht jetzt auch. Offensive. Nein, das war jetzt einfach die Frage, ob halt noch mehr Leute kommen können. Hallo. Jo, von mir aus. Von mir aus auch. Ich meine. So, es wird halt jetzt. Nein, es wird halt nur, wir chillen halt nur so. Es wird halt nicht viel gemacht und ich gehe das. Wir haben auch nichts da. Das ist eine Lüge, Schatz, das ist eine Lüge, aber okay. Ja, und du kannst mich auch selber anrufen, meinst du? Aber der war doch mal Heufel. War der nicht schon mal in der ersten Liga bei dem Torwart oder ist der erst gekommen, als sie abgestiegen sind? Okay, erst als sie abgestiegen sind. Weil da war doch auch zwischenzeitlich schon nochmal jemand anders im Tor, oder? Täusche ich mich da? Und klar, in Real Life ist es eben nochmal alles was anderes. Als, im Spiel. Wie viel verdient der? Okay, 5.000. Okay, das tut Leeds nicht weh. Aber wir haben einen okayen.
Nehme ich mit. Nee, immer noch nicht. 2 Millionen ist meine absolut niedrigste Grenze für Jatta. Ich meine, Ali, du musst dich auch erst noch beweisen. Wenn er echt jetzt bei Frankfurt. Wo ich mir vorstellen könnte, dass er ausgeliehen wird. Dass er gar nicht erst. Durchspielpraxis sammelt. Oder er nimmt direkt die Position von Knauf ein. Aber Knauf ist ja rechts. Der blinde Bewacher. Was bist du denn für ein Fan? Okay, schon trainiert. Sehr gut. Freut mich für ihn. Oha, Topspiel. Oha. Jetzt wird's, ach so. Ach, stimmt. Ich erinnere mich. Was würdest du tun dafür? Ja. Okay. Ally Member. Ja. Ah, okay. Jatta abgeben, neuen Rechtsflügel holen. Für 1,6 Millionen. Das ist knapp 5 Millionen von rechten. Komm, machen wir. Machen wir. Kommst du denn auch aus Leverkusen oder wie kommt's? Ja, da, gut. Dann gucken wir mal kurz. Habe ich schon mal was auf Seite? Okay. Probetraining. Torwart brauchen wir nicht. Mittelfeldspieler brauchen wir nicht. Mittelfeld. Können wir mal scouten. Haben wir schon irgendwas? Hier, oh, haben wir. Und der Königsdörfer hat auch schon ein Tor gemacht. Interessant. Ist aber nicht der schnellste. Noch mehr Stürmer. Dann haben wir ihn hier. Wird niemals kommen, oder? Das wäre schon mega. Warte mal. Maldini? Okay. 1,5. Okay. Ist ja auch eigentlich eher selten, ne? Die meisten Leverkusen-Fans wohnen da oder arbeiten da. Ist so teuer. Aber das ist tatsächlich dann doch echt selten. Also bist du quasi durch einen bestimmten Spieler zum Verein gekommen. Ja gut, aber da gibt es ja, also, okay, sehe ich.
Aber da gibt es ja nochmal andere Vereine, mit denen man ein Bayern-Fan doch eigentlich mehr ärgert als mit Leverkusen. Alles klar. Trotzdem vielen Dank, dass du reingeschaut hast. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Und ich hoffe, man sieht sich irgendwann wieder. Und wache gut. Dankeschön. Topatu. Also, nein. Ich streame nicht nur FM. Ich streame alles. Punkt. Also, ich streame schon sehr, sehr viel. Unterschiedliches Zeug, nicht viel an Zeit. Also, diese Woche schon. Because of reasons. Aber ich streame nicht nur FM. Ich spiele haupt außerhalb von Livestreams fast nur FM. Aber ich streame es nicht so oft. Ganz kurz gucken, das ist kein Heimspiel, gut. Kleindienst wäre auch eigentlich ein nicer Transfer. Ich hatte mal vor Monaten eine, auf geht's, eine FC Köln-Karriere gemacht. Da findet man auch noch die Reste auf YouTube. Dann hat sich mein PC zerschossen, ich habe den Save verloren und nie wieder weitergemacht, bis halt jetzt. Oh, man hört gar keine Musik mehr. Wagnumann, Wagnumann, Leibold, oh, mach ihn doch. Jetzt habe ich aber auch aufgegessen. Winzheimer! Och Mann, nimm ihn doch mit der Brust an und. Oh, du bist Rechtsfuß, ne? Ist sogar Linksfuß. Er könnte ihn perfekt mit der Brust annehmen und mit links reinzwirbeln. Ich muss ihn mit dem Kopf nehmen. Unangenehm. Okay. Reis. Oh. Man weiß nicht, ob der Ball kacke war oder ob man den besser annehmen kann. Oh, Fernandes. Du hast gehört, dass ich über dich geredet habe. Ah, ich habe was vergessen. Ey, das wird mir hier jetzt ein bisschen zu gefährlich. Nee, aber ich spiele schon viel vor, Football Manager. Oh nein! Das gefällt mir gar nicht. Das ist es, was ich meine. Was ein 1,44,44,94 tut, da drin stehen. Und dann knallt er halt rein. Da verstummen sogar die Fans da. Was meinst du mit einlesen? Leibold macht da auf der rechts-linken Seite kein gutes Spiel. Und nein, oh, Fernandes. Wunderschön gehalten, ey. Die Innenverteidigung lässt echt zu wünschen übrig, aber Fernandes ist da. Lost Ark ist das Amazon MMORPG, richtig? Achso. Ja, also ich hab's gelernt durch Spielen. Hast doch kein Elfmeter. Ey, das ist schon der zweite Elfmeter gegen uns. Schiri, jetzt mal ernsthaft. Komm, Fernandes, hältst du? Oh.
bin maßlos enttäuscht bisher. Ich glaube, wir müssen hier mal ein bisschen eine andere Taktik auffahren. Also tatsächlich hilft halt am meisten gucken und selber spielen, finde ich. Es ist schon ein echter Zeitkiller, muss man sagen. Also wenn man so für so eine Art von Spiel, also so Simulatoren anfällig ist, dann vielleicht auch noch Fußball mag, dann kann man hier schon echt viel Zeit verbringen. Ne? Leg ihn doch rüber! Oh mein Gott! Raus mit dir, macht der Ali, du ein besseres Spiel. Mein Gott. Zeit hat man genug. Hat man das? Also, wenn du mehr als genug Zeit hast, ist das wunderbar. Nein, aber man muss ja diese Art von Spiel mögen. Ne? Also, es kommt am Ende des Jahres auch ein Formel-1-Manager raus. Da habe ich auch sehr, sehr Bock drauf. Sehr, sehr Bock drauf. Ja, ich bin hier absolut enttäuscht bisher. Wir müssen jetzt hier mal große Wechseloffensive. Winzheimer hast nicht gezeigt. Jatta auch ein absolut groteskes Spiel. Jetzt kommt hier mal der neue Mann verletzt rein, weil es anders nicht geht. Ja, und Viskovic ist halt auch echt eine. Eher eine Pflaume, ne? Flowney. Yay. Nee. Wie spricht man den Namen aus? Servus. Wie geht's? Aus Franken. Wir hatten gerade schon einen Franken hier. Das ist die Frage. Was bist du für ein Fan? Bist du auch Leverkusen-Fan? Ich bin FC-Fan. Also FC Köln. Ich bin Glauberer. Ah, Nürnberg. Okay. Ey. Und du bist Dortmund? Nice. Dann könnt ihr euch ja jetzt über einen wundervollen Sechser freuen in Dortmund. Für viel zu wenig Geld. Dab, da, da, dab. Dab, da, da, dab. Eine tiefe Wunde im Herzen. Ey, ich finde immer noch. Am geilsten ist immer noch, dass Nürnberger als Werbung hat und einen Spieler hat, der Nürnberger heißt. Es ist für mich immer noch. Ich lieb's einfach jedes Mal, wenn ich sehe. Es ist fantastisch. Ja. Ja, Innenverteidiger. Mittelfeldspieler. Die haben halt auch noch nicht überzeugt bisher, ne? Also so ein Reis, er hat jetzt. Oder so ein Schuh. Hier, eigentlich soll der, kommt, müsste der Kittel. Wann kommt denn Kittel wieder zurück? Warte mal. Medizinische Abteilung. Aktuelle Verletzungen. Oh, Scheiße. Der fällt ja echt. Okay. Ja. Vielleicht auch dafür einen holen? Geringfügiges Interesse. Das ist mit Zähler. Ist auch nicht. Der wäre schon cool. Aber ist wahrscheinlich zu teuer, ne? Angebot machen, machen wir mal ein Millionchen, verhandeln. Okay. Gehen wir mal auf 3, würde ich bezahlen. Ah ja, wir kommen langsam in ein Gebiet rein, wo ich arbeiten kann. Und jetzt sind wir bei 3,9. Oh, nee, der ist. Oh.
Ich hoffe es. Ich gönn's dem Jungen. Ich mag ihn sehr. Nur hoffentlich, es ist halt eine Ausstiegsklausel, ne? Ich finde, oh Gott, wir haben nur noch zwei. Scheiße. Was benutze ich für einen Skin? Ich benutze den, See, 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 Sealand Skin. Den hatte ich mir irgendwann mal installiert von. Ach man, wollte ich eigentlich gar nicht. Achso, Stürmer haben wir jetzt. Ja, ich brauche jetzt halt wirklich echt noch einen Flügel. Flügelmann. Flügelmann. Okay. Okay. Das ist halt ein solider Spieler für die dritte Liga, ne? Ist zu teuer. Ey, ich hätte halt echt Bock auf Maldini, ne? Ich hätte echt Bock auf Maldini. Zweieinhalb. Iron King 304, vielen Dank für dein Follow. Komm. Ja. Stimmt, da krieg ich ja auch noch 2 Millionen her. Genau. Welchen suchst du? Bist du momentan auf der Suche nach einem Skin oder? Ich komme auch aus Köln, ja. Ich habe als Kind gegen Sally Özcan Fußball gespielt. Tatsächlich sogar. Als er noch beim SC West gespielt hat. Also, wir reden hier von Bambinis. Darum geht's nicht. Nee, nee, ich komme aus Köln. Da habe ich schon sehr viele. Warum geht er runter? Warum? Hallo? Hallo? Frechheit? Bitte. Ey, nein, komm. Ne, du hast keinen Mittelfeldspieler, das geht nicht. Kriegen wir auch nicht hin. Das kriegen wir auch nicht hin. Okay. Komm, kriegst du extra mehr Geld. Aber die Ausstiegsklausel. Oh no. Ja. Ich werde jetzt hier aber.